Kaufmann, knappes Ergebnis heute, hitziges Spiel. Wie sehen Sie es? Gut, ich fand das Spiel jetzt gar nicht so hitzig. Ich fand das Spiel gut, auf einem guten Niveau. Ich fand es nur schade, dass die Anspielzeiten sehr ungünstig sind, weil ich fand, da haben zwei gute Mannschaften richtig gute Fußball gespielt und unterm Strich auch ein gerechtes Ergebnis. Keine Frage, haben wir mehr Spielanteile gehabt wie SSV Reutlingen. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, haben wir ganz kurz zum Schluss noch ein bisschen Glück gehabt, aber in der einen oder anderen Szene Pech gehabt, wo wir richtig gut nach vorne gespielt haben und da unsere Torchance gehabt haben und die nicht konsequent genutzt haben. Dadurch, dass man gegen 10 Leute zum Schluss gespielt hat, ist man da enttäuscht, dass es nicht zum Sieg gereicht hat? Ja, das war jetzt nicht mehr relevant. Es waren jetzt noch 5 Minuten zu spielen, wo Reutlingen in Unterzahl war. Ich denke mal, das hat jetzt nicht mehr so gravierende Einflüsse auf das Spiel gehabt. Ich fand es richtig gut, wie die Mannschaft reagiert hat nach einem 1-1 Ausgleichstreffer. Da haben sie richtig guter Fußball gespielt, haben auch das Spiel weitestgehend unter Kontrolle gehabt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen gucken, einfach, dass wir unsere individuellen Fehler nicht nur minimieren, sondern einfach abstellen, weil es wird halt gleich sofort bestraft. Weil wenn man überlegt, Reutlinger hat einmal in der ersten Halbzeit auf Tor geschossen und einen kleinen Treffer gemacht. Und das darf uns nicht passieren, das kann nicht passieren. Am Rande des Spielfelds gab es ja, sagen wir es mal, Nicklichkeiten, würde ich es mal ausdrücken. Können Sie dazu ein paar Worte sagen? Finde ich nicht. Das sind ganz normale Gespräche, die gehören dazu zum Fußball. Das ist schon das Schöne und das Herrliche im Fußball. Und für mich ist einfach entscheidend, wenn die Schiedsrichter abpfeift, dann müsste die Sache erledigt sein und die sind für mich erledigt. Und ich habe derzeit genug zu tun. Ich werde mich jetzt gleich sofort vorbereiten, um am Montag ein Training zu gestalten, wo wir gegen Neckars Ulm erfolgreich bestehen können. Sie haben den Schiedsrichter angesprochen. Viele waren ja mit seiner Leistung unzufrieden. Wie sehen Sie es und vor allem, was sagen Sie zu der gelb-roten Karte? Da das Spiel jetzt abgepfiffen ist, nützt jetzt gar nichts mehr, über irgendwelche Entscheidungen lang zu diskutieren oder zu laminieren. Für mich ist entscheidend, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und die Mannschaft ist gut aufgetreten und hat über 90 Minuten gutes Programm abgespielt. Und was so passiert ist auf dem Platz. Wie gesagt, Spiel ist vorbei und jetzt gilt meine Konzentration auf Neckars Ulm. Sie arbeiten ja seit dieser Saison mit dem Ex-Spieler Marius Mösner zusammen. Wie sieht diese Zusammenarbeit genauer aus und wie gut klappt es? Gut, der Marius unterstützt mich sehr gut in meiner täglichen Trainingsarbeit. Wir kommunizieren viel, er bindet sich sehr gut ins Trainerteam ein, mit dem Stefan zusammen und mit dem Simon zusammen. Und das habe ich mir also vorgestellt und der Marius ist auch ein Typ, der seine Impulse mit in die Mannschaft mit reinbringt, in unsere Trainingsarbeit mit reinbringt. Und es klappt gut und ich denke mal, es wird auch weiterhin gut klappen. Was haben Sie sich insgesamt für die Saison vorgenommen, vielleicht abgesehen von tollem Fußballspielen? Und wie sieht es nächste Woche Mittwoch gegen Neckars Ulm aus? Ich finde jetzt nichts Verkehrtes drin, dass man toller Fußball oder guter Fußball sehen möchte oder spielen möchte. Ich bin kein Trainer, der irgendwelche Zahlen raushaut. Ich möchte von meiner Mannschaft die Art und Weise, wie sie sich zum Beispiel heute präsentiert hat und wie sie sich am Mittwoch präsentiert hat, das möchte ich sehen. Und dann werden auch die Ergebnisse dementsprechend stimmen in der Oberliga. Und dann müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Faktisch einfach das, diese positiven Dinge, habe ich ja schon mal gesagt, diese positiven Dinge, die wir in der Regionalliga hatten, die müssen wir jetzt in die Oberliga mit reintransportieren. Und wie gesagt, nicht nur dominant Fußball spielen, sondern auch diese individuelle Lässigkeiten abstelle und dann wäre man ein erfolgreicher Fußballspieler. Herr Kaufmann, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Alles klar, danke.